Hallo und herzlich willkommen beim Projekt Tree, liebe Freunde hier auf YouTube. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute sind wir mal wieder an der schönen Weg zugegen. Mal gucken, was die Produktion so bringt, ob es gut angelaufen ist. Und Detlef müsste auch wieder im Lande sein. Schauen wir mal, da schauen wir dann gleich im Anschluss vorbei. Genau. Ja, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr, wer denn schon die hier hatte. Ich glaube, das war ein Tobi sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ansonsten seht ihr ja, hier haben wir schön unsere Produktion aufgefüllt. Steht überall alles schön die Rohstoffe da. Alles gut am Arbeiten. So, und los geht's. Ja, Detlef, mein Junge, grüß dich! Katholisches Pfarramt hier. Wir haben Ihre Rechnung nicht bezahlt. Entschuldigung, Sie haben sich verwählt. Ich bin evangelisch. Ah, ja. Na, wie war der Urlaub? Super! Super, na, das freut mich doch. Bin schon unterwegs zu dir. Warum? Ich muss los hier. Aber wo bist du überhaupt? Ich bin nach Schönberg. Ja, siehst du, da muss man auch mal nach dem Rechnen gucken. Ja, hab ich gerade gemacht. Läuft alles. Ja, ja, ich komm gucken. Was willst du denn da gucken? Ja, das, ich hatte im Urlaub so ein Seminar. Ja. Das Seminar heißt korrekte Mitarbeiterführung. Ah ja. Und da hieß der erste Leitsatz, Vertrauen in Schulkontrolle ist besser. Ah ja. Ah ja. Vor allem nachdem ich hier in der Zeitung gelesen habe, dass hier eine Versteigerung war im Dorf. Ja, ja, war eine. Ja, und ich unseren Kontostand angucke. Das sieht doch gut aus. Ja, 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 ja. Ja. Das sieht im Plus aus, aber es war mal mehr. Ehrlich? Ja. Du weißt, das geht weg wie warme Semmeln und so, ne? Ja, 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 natürlich. Sollte auch mal was reinkommen von der schönen Welt, nicht nur immer rausgehen. Ja, ja, habe ich auch. Ich habe was eingenommen. Ah ja, was hast du eingenommen? Lebensmittel verkauft an den Nobelschröder. Ah ja, und der hat die Rechnung noch nicht bezahlt. Na, bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Muss ich noch mal ins Auftragsbuch gucken. Ah ja. Wo ist denn eigentlich der Nobelschröder? Du, den habe ich, der war noch hier in der schönen Welt. Gesundheit? Entschuldige. Der war noch hier mit an der schönen Welt und ich habe ihn teilweise, da waren wir noch oben bei ihm an der, wie heißt der denn du, an seiner Megafarm da hier, an der HPE, nee, warte mal, an der All-in-One. Mhm. Und dann haben wir uns die Wege getrennt, glaube ich. Ja, okay, ja, alles klar. Also ich bin hier in der schönen Welt ganz allein. Ja, ich komme gerade mal runter, ich habe noch was für dich dabei. Wie der Tobi ist auch noch. Der Tobi ist auch noch nicht angetreten heute. Ja, das stimmt, ja. Sag mal, der muss sich sowieso warm anziehen, wenn ich den sehe. Warum? Der hat doch alles gut gemacht letzte Woche. Ja, ja, er hat ein falsches Gewicht an meinen Traktor reingehängt. Ach, das ist schon die am Fan? Ja. Das ist ein Riesenstilbruch. Ja, das gibt eine Haltungsnote 0, ne? Ja, ja, ist klar. Das geht mal gar nicht. Warum nicht? Ja, mein Fan hat gewisse Regeln. Ja, verfluchte Kacke. Jetzt habe ich wegen dem noch die Einfahrt verpasst. Wo fährst denn du rum? Ich wollte gerade sagen. Ja, ich wollte unten reinfahren, weil ich vom Karl her kam. Der hat noch den Fendt ein bisschen gerichtet nach meinem Unfall. Ich fahre oben raus, ja? Nee, du bleibst mal schön da. Ja, ich kann mir da schon irgendwas denken. Irgendwas ist da schon dein Busch. Wieso, was soll denn dein Busch sein? Ich weiß nicht, du hörst dich so komisch an. Nee. Doch, doch. Ich bin doch komplett erholt. Ich muss los. Ah ja. Die Tore gehen noch auf, also den Schlüssel hat er noch nicht gezogen. Nee, 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 alles gut. Komm ran, mein Jung. So. Ah, ich bin schon da. Ja, sieht ja schon mal hier, Arbeiter stehen rum, das ist ja super. Ja, die haben Frühstückspause. Ja, ja, ist ja auch 8 Uhr, passt alles, super, auch Geschäftsleitung hier. Moinsen. Mahlzeit. Ah, klatsch, klatsch. Warum klatsch, klatsch? Ja, Handschütteln, klatsch, klatsch. Achso, servus. Servus. Ja, zeig mal, was hast du gemacht? Ja, guck, hier ist gut gefüllt. Die Rohstoffe sind alle. Guck, hüpfen mit dem Busch hier.
Rohstoffe sind soweit gut gefüllt, jetzt bräuchte man dann nur wieder Wasser. Mhm. Und die Obstproduktion ist auch im vollen Gange. Ah ja, cool. Ich weiß nicht, cool. Hast du es gesehen, wie du reingefahren bist zu deiner Rechten dahin? Komm mit. Nee. Krieg ich irgendwo einen Apfel? Ja, komm mit, kannst du aus der Kiste dann rausnehmen. Juhu! Ach ja. Für was haben wir sonst noch so Geld ausgegeben? Warte mal, warte. Hier, guckst du? Da. Ah, cool. Ah. Frisches Obst. Frisches Obst? Mhm. Ah ja, cool. Ah, super. Gut, ne? Läuft. Zack. Ah. So, mein Apfel. Ja. Lass mir das schmecken. Oh, look, guck dir das an. Guck mal, hier sind auch noch zwei. Ja, sieht doch gut aus. Ja, das wird. Ja, alles, super, ja. Alles im vollen Gange. Ja, sieht doch super aus. Ja, was ich sonst noch. Wir waren mal zufällig kurz beim Ritterbusch bei der Versteigerung da. Da musste ich mal schnell einen MB-Truck kaufen und dann waren wir da auch schnell wieder weg. Was musst du kaufen? Big Pack? MB-Truck. In was? Einen Mercedes-Benz Track. Okay, und wieso? Der hat mich so angelacht. Ah ja. Der Preis war gut, da gab es noch zwei Anhänger gratis dazu und noch einen Frontlader und noch eine eine Palettengabel, das war ein Träumchen. Wie viel hast du bezahlt? Das weiß ich heute nicht mehr, ich glaube 60.000. Ja, okay. Ja, also gut, alleine vielleicht können wir es in 3 Wochen wieder an Karl-Heinz verscherbeln, dann weiß er den Preis nicht mehr. Genau, ich wollte gerade sagen, selbst der Wiederverkaufswert ist aufgrund der Menge des Pakets, glaube ich, höher als wir beide dafür bezahlt haben. Ja, dann ist ja gut. No. Und der Franz macht jetzt seine Arbeit oben auf dem Hof, läuft das? Gab es irgendwelche Probleme? Tobi hat sich benommen oder wie? Haben sich alle benommen, die haben wunderbar gemäht, haben das Gras eingefahren, haben glaube ich Stroh teilweise gemacht, bin ich mir nicht 100% sicher, müssen wir noch Rücksprache halten. Mhm. Und Tobi hat dann, habe ich zeitweise mal abgezogen, dass er mir hier runter ein paar Rohstoffe noch liefert, die noch beim Karl-Heinz bestellt waren eben. Okay, perfekt, ist gut. Und, zwischenzeitlich haben wir wirklich schon frisches Obst an Nobelschröder verkauft. Und ich glaube, er hat aber auch schon bezahlt. Aber ich habe einen guten Preis rausgehandelt. Aber ich muss dann oben im Büro nochmal auf meinen Blog gucken, weil ich habe ihn gerade jetzt nicht hier im Traktor dabei gehabt. Okay, ja, wäre auch kein Problem. Aber der Preis war echt gut. Ich habe einen ganz hoch geschröpft für das frische Obst, weil ich sagte, was kriegst du denn da raus und so weiter. Und da hat er den Endpreis gesagt für sein Produkt. Da ich gesagt, da kann ich dir das Obst natürlich nicht für den Preis verkaufen. Da brauche ich mehr. Ja, gut. Das, also ich glaube, der war echt gut. Ja, gut, ne, da ist er halt selber blöd, ne, da kann man auch nichts machen. Ja, gut, aber ja. Er macht immer noch gut Gewinn. Ja, gut, also das mit der Big Betty, da muss ich dann noch klären mit dem Stift. Wieso was mit der Big Betty? Ja, das geht doch nicht, da vorne ein Jongliergewicht hinzuhängen. Ich habe das gleich da gelassen beim Karl, hab gesagt, verkauf den Blödsinn. Ach, Gewicht ist Gewicht, Mensch, Stettle. Nee. Wenn du hier ein Jongliergewicht anmachst, dann diese Cut-3-Aufhängungen vorne, die scheuern sich dermaßen ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Echt jetzt? Natürlich, das ist Qualität. John Deere steht nicht für Qualität. Ach komm, du bist doch nicht. Nee, das ist mein Schätzele. Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder, aber ich habe das. Guck mal, das ist wie ein Frauenarsch. Das ist frisch poliert vom Karl-Heinz. Das glänzt, ne? Da kannst du draufkloppen, da macht's nix schwappel bum bum, sondern da kriegst du ein geiles Feedback zurück. Ne? Wenn du hier reingehst, den Motor startest, ihn zärtlich streichelst, da kriegst du so viel Liebe zurück auf dem Feld. Du hast ein DAP Plus Radio. Du hast allen Kühlschrank hast du drin. Alles Mögliche. Detlef? Hm? Wo bist du denn schon wieder? Haut mich nicht vom Hocker, ich muss zu meinem John Deere. Ja, alles klar. Oh, pass auf, der Franz kommt. Oh, Franz? Ja. Ja. Was hat denn der jetzt für eine Kröte da rumliegen? Die hatten, glaube ich, den Nobelschröder gekauft. Das war Franz, moin. Ja. Soll das Ding uns die Rostkäfer bringen? Ja, geschenken Gaul schaut man nicht ins Maul. Sag mal, Franz, den hat ja der Ritterbusch, soll ich sagen, der Nobelschröder gekauft, ne? Ja, und dann hat er gesagt, als Geschenk hat er es mir dann gegeben. Er macht seine Dienste noch und ich habe gedacht, so für kleine Fahrten können wir den dann noch gebrauchen, oder? Ja, was ist denn jetzt kaputt? Was ist denn hier los, Franz? Franz, versteck dich! Das ist die Feuerwehr! Das ist nicht die Polizei! Alter! Hallo? Ja, moin! Was also los? Hallo? Moin, moin, Gott sei Dank habe ich gefunden, Leute! Ist das ein Vorführer? Nein, Achtung! Detlef! Stopp, stopp! Bleibt mal hier!
Männer, wir haben ein großes Problem. Warum denn? Es war ein Kastertransport von Philippsburg nach Biblis zum Endlager. Beruhig dich, zünd dir eine Kippe an, renn nicht so rum, beruhig dich ganz ruhig. Wir haben keine Zeit, Männer. Schnell hoch an der Militär, bzw. an der Hafen oben an der Einfahrt, da wo wir die Ausstellung hatten, da ist ein Militärstützpunkt aufgebaut. Ja? Wir müssen alle evakuiert werden. Hier ist alles verstrahlt in Hasenfeld und rund um Hasenfeld. Wir müssen hier weg. Schnell, beeilt uns. Karl, hat das noch was mit deinem Ölunfall zu tun? Nein, das ist was ganz anderes. Das hat nichts, gar nichts mit mir zu tun. Leute, wir müssen hier weg. Wirklich. Schnell. Karl, hast du deine Tabletten genommen? Bitte? Hast du deine Tabletten genommen? Ja. Wer mit sonst? Hans, wenn der sich wieder berührt, dann möchte auch so mehr Zügig. Ich glaube, der meint es aber ernsthaft. Ich muss noch hier durch die Gemeinde fahren, muss ich schaffe mich da hoch. Ja, liebe Zuschauer. Zuschauer, keine Ahnung, was der hat. Die Hummelnadel gebissen. Aber wie das weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Vergiss nicht, unten in der Videobeschreibung haben wir den Link zu den anderen beiden Chaoten drin. Lasst einen Daumen da, lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da. Wir freuen uns darüber. Wir sind auch immer aktiv. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen angenehmen Tag, Abend und tschüss zusammen. Ciao. Tschüss.